die Regalmontage. Wir benötigen Regalaufhänger, Schrauben, Schraubenzieher, Dübel, eine Wasserwaage, einen Akkuschrauber und eine Bohrmaschine. Als erstes wird die Höhe des Regals bestimmt und mit einem Stift markiert. Als erstes befestige ich das erste Regalteil, um nachher mit der Wasserwaage das Regal ausmessen zu können. Der erste Regalhalter ist montiert, allerdings nur mit einer Schraube befestigt, damit man die Höhe und die Geradigkeit des Regales gleich noch variieren kann. So, die Wasserwaage zeigt mir ein akzeptables Ergebnis an und ich habe die anderen drei Bohrlöcher jetzt markiert. Kleiner Tipp noch, wenn keine Wasserwaage zur Hand ist, dann kann man auch ein Glas nehmen, auf dem sich Maßstriche befinden. Man gießt dann einfach eine dunkle Flüssigkeit hinein und kann dann anhand der Maßstriche feststellen, ob das Regal gerade ist und man es befestigen kann. So, ich brauche es jetzt nur noch festzuschrauben. So, und fertig.